meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ist der Standort jetzt ein bisschen verändert. Ich habe mich mal entschieden, ein Zimmer in meinem Schlafzimmer, ein Video in meinem Schlafzimmer zu drehen. Und zwar war ich in den letzten Tagen shoppen und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Es hat sich vieles angesammelt und wir fangen direkt mal an. Ich war im Ikea, ich war im Main-Taunus-Zentrum, da waren wir in ein paar Läden. Und ich war also unter anderem auch bei Kiko. Deswegen fangen wir direkt mal an. Als allererstes muss ich euch sagen, ich habe zwei Gegenstände, die ihr hier in diesem Bild seht, jetzt nicht abmontiert, um sie euch im Video extra zu zeigen. Und zwar handelt es sich hier um die zwei Standleuchten. Die habe ich von Ikea und die haben gekostet, ich schaue das gerade mal für euch nach, die Tischleuchten, so steht es hier zumindest auf dem Kartenzettel, haben gekostet jeweils 19,99 €. Wir benutzen sie aber als Nachttischlampen. Wir mögen die relativ gerne, weil da so ein Ding zum Ziehen dran hängt, wo man das Licht dann aufmachen kann. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Wenn ihr das wisst, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Das nächste Produkt ist ein ganz einfacher Mülleimer, ein Papierkorb. Und zwar hat mir noch einer gefehlt für mein Schminkzimmer. Ich habe nicht mehr ein Schminkzimmer, das teile ich mit meinen Katzen. Und da hat noch ein Mülleimer gefehlt und der hier ist es geworden und der hat gekostet 1,49 €. Die nächsten drei Sachen sind auch für mein Schminkzimmer und zwar handelt es sich hier, weil ich versuchte mal alle drei hochzuhalten, um diese schönen Behälter aus Glas. Und zwar gab es die im Dreierpack. Die fand ich super schön. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich hier in diese zwei Dinger machen soll, weil die sehen so aus und haben irgendwie alles aus Glas. Aber der eigentliche Grund, warum ich mir diese Dinger geholt habe, ist nicht, weil sie gut aussehen, sondern weil ich so einen Behälter zum Sprühen gebraucht habe, da mir mein Victoria's Secret Body Spray, da ist mir oben dieser Verschluss kaputt gegangen und deswegen konnte ich nicht mehr sprühen. Und deswegen habe ich das gebraucht, um mein Body Spray zu sprühen zu können. Die Dinger haben gekostet 4,99 €. Als nächstes habe ich zwei Sachen, die ich mir in mein Bad gestellt habe. Und zwar ist das einmal ein Zahnputzbecher, obwohl ich das eigentlich nicht Becher nennen würde, weil das so eine komische Öffnung hat, also es ist nicht ganz rund, sondern eher so oval, und einen Seifenspender. Also dieser Seifenspender hat 2,99 € gekostet und der ganz normale Zahnputzbecher / ovaler Behälter hat 1,99 € gekostet. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Bad. Jetzt geht's in die Küche und zwar habe ich mir da geholt diese aus Korken Untersetzer. Die gab es im Zweierpack und da haben zwei immer 99 Cent gekostet. Da wir schon beim Thema Wasser und Trinken sind, habe ich mir 6 Becher geholt. Das sind jetzt nur 4, aber das liegt daran, dass die zwei anderen dreckig in meiner Spüle liegen. Waren aber eigentlich 6, da war noch ein gelber und ein pinker dabei. Das weiß ich. Und die haben 1,99 € gekostet. Also 6 Becher für 1,99 € ist eigentlich ganz cool, ne? Das nächste Produkt erinnert mich an ein Lied von den Orsons und zwar ist das ein Apfelschneider. Und das sieht von Orsons, heißt Apfelschnitzschneider, glaube ich. Achso, und das Ding hat gekostet 2,49 €. Dann habe ich mir noch zwei Auflaufformen gegönnt. Und zwar sehen die so aus, also eine kleine und eine große. Und die haben gekostet 9,99 €. Das nächste Produkt sollte ursprünglich mal ein Fotoalbum für meine beste Freundin werden, die jetzt nach Australien gegangen ist am Wochenende. Beziehungsweise vor 3 Tagen ist sie nach Australien gegangen für ein Jahr mit ihrem Freund. Das ist das kleine Büchlein hier. Fand ich total schön. Ich bin ja so ein bisschen der Rosa-Fan, ne? Und es ist so dieses schöne Hellrosa, dieses Schweinchenrosa. Ist ein ganz normales kleines Buch mit einem Magnet hier, dass man es zumachen kann, dass es nicht aufgeht. Dieses kleine Buch hat gekostet 1,99 €. Wenn wir schon bei Rosa sind, ich bin ja, wie ich gerade gesagt habe, ein Rosa-Fan, deswegen musste diese Tasse auch mit. Ganz normale Tasse. Diese wunderschöne Tasse hat gekostet 1,99 €. Alle guten Dinge sind 3. Pinkne Eiswürfelformen aus Gummi. Ich habe nämlich momentan Eiswürfelformen aus Plastik und die gehen relativ schnell kaputt, weil die so feste sind. Und die sind halt ein bisschen aus Silikon oder sowas. Und so ein Ding hat 99 € gekostet. Das nächste Produkt ist so simpel wie es ist, das ist ein Schneidebrett. Dieses Schneidebrett hat gekostet 3,99 €. Das nächste Produkt, beziehungsweise die drei nächsten Produkte, sind einfach Korkenunterleger für Töpfe, um den heißen Topf nicht auf den Tisch zu stellen. Und die drei Dinger haben 1,99 € gekostet. Jetzt sind wir auch schon fertig mit den Dingen für die Küche. Jetzt kommen wir zu den Sachen,
die man überall hinstellen kann. Und zwar sind das einmal Bilderrahmen. Ich kaufe mir irgendwie immer Bilderrahmen, wenn ich hier. Ich habe ganz viele Bilderrahmen. Aber die weißen fand ich irgendwie am schönsten und die haben gekostet 2,49 €. Ich habe mir 3 gekauft. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Produkt von IKEA angelangt. Und zwar ist das Office-Schlafzimmer, so wie diese 2 Leuchten hier rechts und links neben mir. Das ist Bettwäsche. Ich halte mein Schlafzimmer gerne grau, weil ich es mag, weil ich es schön finde. Und die haben gekostet jeweils 14,99 €. Also, ich habe sie 2-mal gekauft. Rechts und links. So, jetzt sind wir auch schon fertig mit den IKEA-Sachen. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich im MTZ gekauft habe. Für diejenigen, die nicht in der Rhein-Main-Umgebung wohnen. MTZ heißt mein Taunus-Zentrum in Sulzbach. Also es ist in der Nähe von Unterliederbach, aber in Sulzbach eigentlich schon. Also Frankfurt, hinter Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, ihr wisst Bescheid. Da habe ich mir gekauft Akkus. Ich habe nämlich neue Akkus gebraucht, weil meine alten kaputt gegangen sind. Ich bin nicht der Fan von teuren Sachen, das wisst ihr. Eben weil ich der Meinung bin, man muss nicht so viel Geld für bestimmte Sachen ausgeben. Allerdings bin ich eine kleine Frostbeule und das meine ich wirklich ernst. Also ich friere wirklich ganz schlimm im Winter und werde auch ganz, ganz schnell krank, wenn mir zu kalt ist. Und deswegen sind es diese Akkus geworden. Ich hatte vorher dieselbe Höhe in schwarz ohne Schleifchen. Jetzt dachte ich mir, schwarz ist ein bisschen langweilig, nehme ich was anderes. Das sind jetzt die grauen mit den Schleifen geworden hinten. Die haben gekostet, ich wage es mich eigentlich gar nicht zu sagen, weil das extrem viel Geld ist und ich normalerweise für Sachen nicht so viel Geld ausgebe, das wisst ihr. Die haben aber gekostet 239 €. Jetzt ist es raus, es tut mir weh, wenn ich das sage. Ich könnte heulen, wenn ich das sage. Aber ich bin sehr dankbar um meine warmen Füße im Winter. Dann waren wir im GameStop. Jedenfalls haben wir da gekauft einen Controller, einen zweiten Controller für die PlayStation 4, weil wir nur einen hatten. Hat 60 € gekostet, also 59,99 €. Zweite ist ein Spiel von Hasbro, und zwar ist das Family Fun Pack, 24,99 €. Das haben wir aber gebraucht gekauft, ja. Was steht da? Steht auch da oben drauf, ne? Ihr seid ja auch nicht blöd, ne? Könnt ihr auch lesen, ne? Das nächste Spiel, da steht der Preis aber nicht drauf, ist das Lego Jurassic World. Das hat gekostet 29,99 €. Heute Morgen angekommen ist diese koreanische Black Hat Maske. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie viel die gekostet hat. Ich werde euch das alles nochmal unten in die Infobox verlinken. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich habe die Black Hat Maske schon mal selbst gemacht. Die hat bei mir aber nicht so super funktioniert. Die hat bei mir zwar alle Gesichtshaare, die ich hatte, rausgerissen. Aber nicht die Mitesser, die sie eigentlich rausziehen sollte. Ich werde die mal ausprobieren. Falls ihr darüber ein Video haben möchtet, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das nochmal vor der Kamera mit euch zusammen. Das ist bestimmt ganz lustig. Das nächste Produkt habe ich auch noch nicht ausgepackt. Und zwar sind das diese Dinger, mit denen man einen Dutt macht. Das sind eigentlich diese Donuts. Aber die Donuts, die man zuknöpfen kann. Also das werde ich mal ausprobieren. Bin ich mal gespannt, weil ich einfach glaube, dass man die Haare besser an diesen Dutt bekommt, wenn man die so aufrollt und wenn man die nicht dann so durchziehen und feststeckt. Also das kann ich mir als sehr, sehr gute Alternative zu dem Zunen Donut ohne Knopf vorstellen. Jetzt kommen wir zu den Kiko-Produkten. Und zwar habe ich ein Kiko-Produkt auch schon auf meinen Lippen drauf. Und zwar ist das ein Lip Liner. Der Lip Liner Smart Lip Pencil in der Farbe 710. Ich swatch euch das gerade mal. X-Lip Liner ist auch von Kiko, auch ein Smart Lip Pencil, und zwar ist das die Farbe 706. Den swatche ich euch gerade mal daneben. Und mein letzter Lip Pencil ist auch ein Smart Lip Pencil in der Farbe 711. Den swatche ich euch auch gerade nochmal. Und die Lip Pencils haben jeweils gekostet 2,50 €. Das nächste Produkt ist ein ganz einfacher Kiko Spitzer und der hat gekostet 3,20 €. 3,20 € für Spitzer? Seid ihr verrückt? 3,20 €, holt euch einen billigeren Spitzer. Das nächste Produkt ist ein Nagellack, auch von Kiko. Ich glaube, das war eine Special Edition, weil ich mag diese Nagellacke sehr, sehr gerne, weil die super, super halten und die trocknen auch sehr schnell. Also das sind meine absoluten Lieblingsnagellacke im Moment. Das ist eine rosa mit goldenem Schimmer. Jetzt kommen wir zu den letzten 2 Produkten, und zwar sind das 2 Lippenstifte. Das ist einmal die Nummer 314 Velvet Passion. Das ist ein Matte Lipstick, ein matter Lippenstift. Die Form, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, sieht aber so aus. Sieht sehr, sehr schön aus, gefällt mir sehr gut und die Verpackung finde ich auch echt cool. Also da hat sich Kiko echt noch was Gutes einfallen lassen. So, die zweite Farbe und die letzte Farbe ist die 319 Velvet Passion.
Heißen die gleich? Die heißen gleich. Ach, die Lippenstifte heißen nur, die Reihe von den Lippenstiften heißt Velvet Passion. Also das erste aber ist die 314, das zweite ist jetzt die 319, auch ein matter Lippenstift. Das ist ein etwas dunklerer, aber gefällt mir beides sehr gut und die Farben passen auch sehr, sehr gut zum Herbst. So, das war es von meinem riesigen Haul. Also für mich ist er riesig, weil ich extrem viel Geld ausgegeben habe. Und falls euch das Video gefallen hat, das habe ich sogar fünfmal gesagt, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen hoch geben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr als nächstes sehen wollt, wenn ihr Fragen zu mir habt. Und ansonsten war es das für das Video. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut!